Alter. Das hat mich jetzt gekillt. Ja, scheiße. Oh, das war ziemlich übel. Scheiße, ey. Wo hätten wir denn stehen müssen, ey? An dem Schalter, ne? Ja, alter Kacke, Schwede. Lass die Freak-Sachen aber alle hier jetzt, ne? Welche Sachen? Die Sachen, die da alle hat. Diese, achso, hier da kommen wir gar nicht lang. Nee, da, die Tür ist hier vorne. Achso, soll ich irgendwas in die Truhen packen? Ist da noch... Ja, ein Flammenwerfer vielleicht, oder? Meinst du nicht, dass wir den vielleicht nochmal auf dem Weg jetzt gleich brauchen? Falls ich nochmal aus dem Vieh treffe? Achso, was vielleicht ganz gut wäre, es ist ja jetzt auch egal, lassen drin. Aber es ist ja egal, wo die gleich rein müssen. Du kannst ja die beiden Figuren schon mal irgendwo einfach reinstecken. Ist ja egal, wo erstmal. Hauptsache die... Ja, wenn nichts. Unsere Theorie stimmt, dann muss der raus, dann muss hier der Läufer rein. Dann der Bauer, der Turm in die Mitte, ne? Genau, dann kommt der Turm hier hin. Dementsprechend kommt die Dame muss die Dame ja hier hin und dann brauchen wir echt noch den Bauern. Den wir warum auch immer... Anders sagen, achso, weil wir vorhin den Weg nochmal machen mussten. Ja, genau. Und das hat komischerweise funktioniert. Da war es egal, ob der Turm oder der Bauer ja, drin war. Ich weiß. Ja, weil der nur ein Platzhalter ist. Wie viel Energie habe ich eigentlich noch? War noch ja okay, ein Halter. Ja, du hältst noch nicht raus. Ja. Ja, gegenüber, ne? Genau, dann zum Exit rechts. Mhm. So, Vorsicht, da ist jetzt noch irgendwo ein Zombie. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich glaube nach rechts. Rechts runter. Alter. Aber nicht. Ach ja, genau. Von hier aus sind wir irgendwo da hingekommen. Wir kommen mit dem Fahrstuhl hier hoch. Ist das so ein Fahrstuhl? Hier ist das so ein Raum. Ja, genau, das war's. Mir irgendwie unangenehm, die ganze Zeit so einen Flammenwerfer auf dem Rücken zu tragen. War hier nicht nur irgendwas, was du vergessen hattest vorhin? Nee, ne? Ich glaube, ich hatte... Ich konnte erst nichts mitnehmen, hab dann aber deinen letzten Teil der Tasche gefunden. Genau, sowas. Also wenn das jetzt auch nicht klappt, dann weiß ich's nicht. Dann fehlt wahrscheinlich noch eine Figur, die ganz links rein muss. Dann schlagen wir das Spiel zu plump. Dann müssen wir gucken, ob wir den König auch noch irgendwie kriegen. Ja, genau, wir schlagen das Spiel zu plump. Kleinen Plastikscherben. Oh, jetzt steht er wieder. Das steht doch immer. Komm, fall ins Wasser, du. Das sieht so lustig aus. Ja, das Respawn, ne, dass er jetzt da stand, fand ich jetzt auch total dämlich. So. Hauptsache, hier gibt's keinen Respawn wie bei Ninja Gaiden. Das wäre ziemlich übel, da wäre das Spiel, glaube ich, nicht zu schaffen. What the? What the? Tja, eigentlich, warum möchtest du das hier drin? Da habe ich die Brücke über den Schlick da gemacht. So, jetzt bin ich gespannt. Weil wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann... Fresse ich das hier auf. Das klappt tatsächlich nicht. Kann man danach noch jemand machen? Das gibt's doch gar nicht. Nee, das Schloss muss ich öffnen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil das ja auch 6 Kästen sind, ob wir tatsächlich noch eine Figur brauchen. Wir haben aber nur noch den König und wenn wir den König holen, dann... Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Der wird doch sonst dabei stehen, ich bin mir ziemlich sicher... Warte mal. Ja, der Bauer steht auch nicht dabei. Das ist nur ein Anhaltspunkt, damit man weiß, wie man alle setzen muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine Figur brauchen. Ein Transfer, das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man jedes Terminal in jedes Terminal einen Stecker stecken muss. Rein. Aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so beliebt und teil sein Wissen auf der Pimmer. Da müssen wir tatsächlich... Also, den König das, was wir da jetzt haben, muss richtig sein. Wir brauchen jetzt noch den König.
Ja, fix shit, da muss ich wieder zurück, ne? Mhm. Kacke, ey. Wetten wir, dass man jetzt wieder den Flammenwerfer braucht? Wetten wir, jetzt respawnen da bestimmt wieder so Viecher. Fuck, diese Mistviecher. Fix shit, ey. Dann musst du, nee, musst du ja, gehen. Nein. Ah, ja, genau, du musst dahin, wo der Zombie ist. Erstmal hier raus ist. Wieder. Und dann links, ja. Treppe runter. Da steht bestimmt gleich wieder links von der Tür. Ja, glaube ich auch. Aber wenn er mit dem Rücken erstmal zu mir ist, komme ich an den vorbei, dann ist das in Ordnung. Nee. Da steht er. Scheiße. Nun putzelst du ihn einmal kurz an. Ach kacke, ich dachte, der kippt um. Das gibt's doch nicht. Hey! Leon kann auch nichts, ne? Der kann auch nicht mal treten oder so. Ja, jetzt muss ich aber Energie nehmen. Shit. Ja, zumindest einer lebt hier noch, ne? Den habe ich ja nur. Den habe ich ja nicht töten können vorhin. Einer ist noch da. Wohin die Treppen eigentlich nochmal hin? Welche Treppen? Achso, ja, da können wir nicht aufmachen. Ach ja, die steht. So, die Kurbel kaputt. Ja. Ist er das? Ja, ist der Tote. Der war tot. Also. Links weg. Ach, das sind wieder zwei! Ich wollte links weg, ey. Ich hatte die Hoffnung, dass ich. Ja, jetzt killt er mich. Ah, er vergiftet uns. Ja, schön. Vor allem ist das eine Sackgasse hier links rum, Jörn. Ja, sorry, das dass ich mir alles auswendig weiß. Jetzt komme ich nicht mehr an dem vorbei. Jetzt auch. Warum kann ich keine Handgranate oder sowas in den Reihen stecken? Also keine mehr haben. Scheiße, ich wäre von Natur aus auch wirklich ehrlich gesagt rechts rumgegangen. Verliere ich jetzt durch das Gift Energie? Ich weiß nicht, was das Gift jetzt genau vorhersagt. Ich habe nichts vergiftet. Ich habe nichts zum Heilen jetzt gerade. Müssen wir erstmal zusehen. Need this toxin out. Ja, ja, ich weiß. Fall nicht rum. Mal den da drin stecken. Ja, ey. Ja, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir und. Ja, du mixt gleich einfach ein blaues Kraut mit einem rot-grünen Gemisch und dann hast du voll Lebensenergie und das Gift ist weg. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen mehr links drauf achten. Da stand jetzt mit den Steckern die Tür öffnen. Jetzt. Ja, jetzt stand das da, nachdem man das geschafft hat. Das war die Lösung dafür, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt erstmal zum Glück keiner. Ist da unten wieder wahrscheinlich. Ah, es ist wirklich doof, den einfach da drin stecken zu lassen, anstatt den einfach mitzunehmen. Ja, ich hab das aber auch vorhin nicht bedacht. Ich hab gedacht, der muss ja drin stecken, sonst will man nicht rauskommen. Ja. Das ist. Wir müssen jetzt Munition und Lebensenergie verbrauchen, nur weil wir den Chesskönig da drin gelassen haben. Fuck! So. Ja, zum Glück leben wir gerade noch, momentan. Ich hoffe nicht, dass der gleich einfach umkippt hier. Und dann. Das könnte passieren, ja. Ja. Hier lebt ja auch noch so ein Hyopai-Vieh, ne? Der Zombie lebt ja immer noch. Da oben auch noch. Und gib ihm einen mit der Shotgun. Fuck.
Mann, komm, lauf! Leon! Es macht nicht mehr lang. Nur noch bis zur Kiste, nur noch bis zur Kiste. Oh fuck, ey, wir müssen ja noch weiter. Halt durch! Halt die Ohren steif, Mann! Ja, komm schon, wir haben es gleich geschafft. Das wäre so ärgerlich, wenn der jetzt. Ja, wenn er direkt vor der Kiste am besten. Boah, ich dachte, Unkrank, jetzt passiert's. So. So, nimm ein blaues Kraut. Und einmal gemischtes Kraut. Ja, da reicht mit grün. Ich weiß nicht, wie viel Lebensenergie wir noch haben. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist der kurz vorm. Ja, aber bevor wir hier zu viel verballern, weil das gemischt, wir haben kein gemischtes, lass uns das mal eben kurz nur einmal. Ja, ist in Ordnung. Das ist eine gute versuchen. Idee. Versuchen. Und jetzt schnell nutzen. Ah ja, okay, das geht. Siehste, guck mal. Ja, gut, aber du bist jetzt auf Warnung, weil das grüne Kraut ja auch dabei war. Kann natürlich sein, dass es trotzdem gerade auf Gefahr stand. Ist ja auch egal. Ey, ich speichere jetzt eben kurz erst. Ja. Und diese Kacktümpelmonster sind am ätzendsten, ne? Voll. Richtig ätzend. So. Und Ada, weil wir die retten müssen, wegen ihr diesen ganzen Scheiße hier machen. Ach, endlich! Ada! Okay! Hey. Almost there, Ada! Ja, almost there. Zwischen ist sie verblutet. Ja, haben wir auch. Ja, uns geht's ja alles, was wir haben. Da liegt was! Blaues Kraut, ja, können wir erstmal nehmen. Noch haben wir genug freien Platz jetzt gerade. Ich bin immer traurig, wenn es blaues Kraut ist, weil man das viel Tür, besser das grünes Kraut. Man einfach auch viel bessere Sachen finden kann. Ja, aber die heilen auch gar nicht, oder? Nee, die haben keinen Heilungseffekt, nur gegen Gift. Zweikammer, Hauptstromversorgung. Rein, da liegt die drin, oder? Da kommen wir gar nicht erstmal rein. Dann müssen wir wahrscheinlich in der Hauptstromversorgung erstmal auch irgendwas aktivieren. Ja, das wird jetzt nicht funktionieren, weil der Strom aus ist. Need the power on first. Ja, ja. Haben wir uns auch gedacht, Leon. Haben wir uns auch gedacht. Wofür steht eigentlich das S bei Leon S. Kennedy? Siegfried. Ja, Leon, ja, stimmt, genau. Leon Siegfried Kennedy, das war's. Können wir schon mal das zusammenmischen? Damit zur Not dann mit dem Blauen auch zusammenmischen, wenn irgendwas ist. Wer hat sich das auch jetzt gedacht mit den Kräutern? Das im ersten Resident Evil lernt man das, ne? Da findet man noch eine Notiz, wo das drin steht. Ich glaube ja. Ey, wenn ich jetzt wieder so, muss ich jetzt wieder so ein Sicherungsspiel hier machen? Ja, die müssen jetzt wieder beide im roten, in dem roten Bereich sein. Hm. Easy peasy! Für nichts anderes wurde ich geboren. Oh, fick dich doch, wer ist er denn, ey? William. Okay, und nun? Er macht gleich irgendwo was auf, dass wir in die Abfallkammer kommen wahrscheinlich. Ey, genau, er erwischt mich auch noch. Das ist doch voll ätzend, woher sollte ich das denn wissen? Hier, hau mal hier kaputt. Hier. Ohne Scheiße, ich bin jetzt schon wieder auf Warnung. Bist du die ganze Zeit schon? Ja? Ja. Ich weiß gerade nicht, was wir machen können. Ja. Ah, guck mal da. Jetzt müssen wir gleich an die vorbeilaufen, wenn er da. Oder so machen. Oh ja. Ich mag meinen William Birkin gut durch. Fuck. Oh, 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 oh. Du bist auf Gefahr, ne? Ne, warte mal. Ich mach's erstmal da. Nicht, dass ich durch irgendwas gleich vergiftet werde. Ja. Okay. It's still alive. Sag mal nach. Ich hab nur 3 Schuss. Du hast nur 3. Ja, so. Hört er mich immer noch? Ja. Ich glaube, hier muss ich einfach nur wegrennen, ne?
gerade. Ich hoffe ja, weil wir haben. Ich wüsste nicht, wie wir ihn gerade fertig machen sollen. Alter, wo kommt er denn her hier? Ich hab den gar nicht gesehen jetzt. Und nun? Lauf mal weiter. Ja, wohin? Du bist lustig, wohin? Hier ist nichts zum Laufen. Dann schieß mal auf ihn. Warte, bis das Auge zu sehen ist. Vielleicht kannst du da doch irgendwie lang springen oder so. Ah, guck mal, da kannst du auch was machen. Ah, jetzt kannst du ihn damit wahrscheinlich. Oh, da war übrigens ein X hinter dir, ne? Fuck, Alter! Das hat mich jetzt gekillt. Ja, scheiße. Boah, das war ziemlich übel, das ist nur Scheiße, und übrig, Alter, wo hätten wir denn stehen müssen, ey? An dem Schalter, ne? Ja, alter Kacke, Schwede. Ey. Ja, so sieht das übrigens, das ist alles, was von Leon noch über ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Eieiei, das war... Ja, ich bin... Achso, ja, mach mal fortsetzen. Ja, hab ich schon. Dann setzen wir bestimmt nochmal in dieser Fight-Sequenz fort, oder... Ich hab's mir schon fast gedacht, irgendwie, dass sowas jetzt passiert, aber man hat auch nicht so richtig eine Warnung gehabt, wann das da ist, ne? Oder wann das wirklich nah ist. Vorsicht, Vorsicht. Geh sofort hin und drück schon mal den Schalter, genau, den ersten. Ah, sauber. Wir sehen das dann, ich schieß gar nicht erst auf den. Ja, du musst jetzt gleich erstmal den. Jetzt musst du den anderen Schalter drücken. Noch nicht. Ah, oh, weißt du was? Das geht wahrscheinlich dann doch erst, wenn. Jetzt. Aber jetzt weg. Na, scheiße. Wahrscheinlich müssen wir doch auf ihn schießen. Jetzt bin ich auch weg mit. Ja! Voll geil, du hast trotzdem auch da gestanden. Ja. Normalerweise müsstest du mit dem verrecken. Boah, jetzt füll ihn in die Pfanne. Ach, wir müssen das öfter machen. Wir müssen das öfter machen. Das ist ja scheiße. Das ist echt scheiße. Die Kamera war geil jetzt. Ja. Ja, schieß auf ihn. Aufs Auge. Ja, shit. Wenn er gleich so feststeht, genau, jetzt. Dreh dich mal hin, zur Not schieß auf ihn. Genau. Jetzt, bleib einfach stehen. Jetzt erwischt ihn jetzt. Hoffentlich erwisch ihn. Und noch eine Runde bestimmt. Okay, wenn man weiß, wie es geht, ne? Bye bye, William. Ja, ja, ja. Das ist jetzt volle Energie. Unglaublich, ey. Und nun? Lass uns hier rüber, kann ich gleich gucken, ob hier noch was anderes lag. Dann komme ich jetzt bestimmt in diese Abfallkammer, dann kann das von innen öffnen. Naja. Ah, so, Saft ist jetzt an, oder? Mhm. Saft. The Schwartz. Ich fühle mich an seiner Stelle. Jetzt kann das! Ja, aber ich hätte mich an seiner Stelle auch nicht direkt an das Tor sofort gestellt. Da hätte ja auch irgendeiner durchgreifen können, so. Oder? Ja. Nach allem, was passiert ist. Over here. Alright. Er will sich doch nur das zerfetzte Strümpchen angucken. Just do it. I can't walk like this. Ja, rausziehen ist vielleicht auch eine richtig dumme Idee. Ja, aber er hat doch Highspray. Ja, stimmt ja. Das haben wir aber gerade verbraucht. Wir haben nur noch gemischte Kräuter. Ja, guck mal. So läuft das. Jetzt ist alles gut. Guck mal hier. Passiert nichts. Ich hab da was dabei. Das hilft aber nur gegen Messerstiche, deswegen kannst du das so sich einsetzen. Get yourself out of here. While you still can.
Nee, ich bin Leon Kennedy. Ich werde dich nicht hier lassen. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. Uh-huh. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. So richtig viel haben wir über William Birkin auch noch nicht rausgefunden. Überhaupt nicht, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts über den. Wir wissen ja nicht, dass er das ist. Stimmt, was ist das eigentlich für eine Kreatur mit dem Auge die ganze Zeit im Arm? Keine Ahnung, Spoiler, Jörn. You wanna help? Wie sie läuft. We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Annette let it slip. That's where the virus samples are. Die Annette hat sich wieder verplappert. You up for this? I think I could fit in my schedule. Guck mal. Ich bin Leon. Ja. Leon Kennedy. Der ist schon diese Claire, kack was drauf. Ich habe jetzt die Ada. Stimmt, ne? Wenn die tot ist, dann kümmere ich mich um Claire. So, im Labor gehen. War schon fast durch, wa? Toll. Ich will nochmal ins Polizei. Polizei hier. Nice. Where'd you get that? Da kommen wir da auch nochmal hin, oder? Anyway, ich hab keine Ahnung. There. Ich habe nicht mal eine Magnum gefunden. Boah, schlaf nie ein, ey. Gehen wir mit ihr da zu dem Fahrstuhl oder wo geht's hin, ne? Ah, weißt du was? Soll ich jetzt mal, ich guck mir mal das Inventar an, was wir jetzt machen. Ich tu jetzt erstmal was weg. Ja. Das packe ich jetzt auch weg, das Ding, ey. Ja, wo gehst du denn hin? Oh, wow, ja, ja, hier ist ja. So, was ist das hier? Magnum-Munition. Ja, momentan brauchen wir die nicht. Ein Schuss, ey. Ach, guck mal, wir hätten sogar noch mal was ausrüsten können mit einer Granate. Den haben wir auch noch nicht benutzt. Ja, den brauchen wir aber noch. Guck mal auf das Etikett, guck dir den Schlüssel mal an, bitte. Mach ich gleich. Das packe ich auch weg. Werkzeug kommt auch weg. Bist du sicher, dass wir das Werkzeug nicht mehr brauchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja erstmal drin, was jetzt genug. Soll ich die beiden Schlüssel mitnehmen? Pik und Kreuz? Oder Karo und Kreuz? Oder meinst du, wir kommen noch vor einer Kiste vorbei, wenn wir die brauchen? Immer vorsichtshalber mit, du hast ja noch 4 freie Plätze dann. Ach, nur das eine Schießpulver. Scheiße. Zepter haben wir auch noch nicht benutzt. Nee, haben wir nicht. Okay, nehmen wir sie mit. Sind sie denn da? Nein. Oh. Guck dir mal den Schlüssel an, genau. Was steht denn da dran? Kanalisationsabschnitt. Boah, da sind 2 Spinner drauf. Ja. Okay. Ja, den werden wir jetzt bestimmt mit ihr gebrauchen können. Die zeigt uns da bestimmt irgendwas, wo wir müssen. Oh, jetzt könnte ich mal ganz kurz auf sie zielen. Auf ihren Arsch. So bewegt der Lippen. Let me carry you. Ich hab Lebensenergie mit. Ja. Das ist auch gut, die Verletzte sollte man immer vorgehen lassen. What a pair. Ich bin die Nachhut. Ich lass sie auch. Ne. Okay, ich komme da schon länger. Sie weiß den Weg. Ich weiß den Weg nicht. Ja, deshalb müssen wir hinterherlaufen. That should take us where we need to go. Ah. Jetzt fahren wir mit dem Teil. Ach ja, sie hat ja auch hier ihren, Sie hat das Armband. Ja, das Armband, genau. Ich hab das Gefühl, wir kommen nicht mehr in das Polizeirevier. Ich auch nicht. Dann ist das so. Dann müssen wir wohl mit Claire nochmal einen Durchgang machen. Aber gibt's da so viel, was wir noch nicht haben? Ja. Wir haben 2 Schlüssel noch, die wir benutzen können. Das geile Rätsel mit den Initialen zum Beispiel. Genau, das noch. Ja, hau rein. Ich finde es ein bisschen traurig. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Hat's auch nicht gehört. Was, ey, das? You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm... Ist doch gar keine FBI-Agentin. Hey. Leon, trust me?
Ja, mit einer komischen Trusse mit Trenchcoat und Sonnenbrille. Trust me. Und darunter so die hat halt typisches Agentenoutfit an. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you say it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Oh oh, was passiert da denn, ne? Die kennen sich doch erst seit anderthalb Stunden. Das ist jetzt wirklich noch nicht angedeutet. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. Hm. Bin ja ganz nervös. Die will nur sein funktionierendes Bein haben. Genau. Sobald sie ein Messer hat, benutzt sie das so. Ja. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Na gut, dann mach ich das, ne? Tschüss. Leon. Hm? I'm counting on you. I know. Selbst schuld. Leon, wait. Ich glaube auch, das liegt gar nicht an der Beinverletzung, das liegt daran, dass sie diese Schuhe anhat. Ja. Ich sag, das liegt daran, dass sie keinen Bock hat. Ja. Ah, das Bein, das ist gar nicht gut. Guck mal da oben. Da noch irgendwas rumliegt. Nicht so aus, ne? Ja. Nix. Wird jetzt hier so. Treppe das ins Nichts einfach. Ja. Guck mal, dreh dich doch mal um. Was soll das? Warum ist diese Treppe da? Keine Ahnung. Ich finde das gut, jetzt am Geländer so runterzurutschen. Die Trophäe, die wir gerade gekriegt haben, die haben wir auch nur gekriegt, weil du gerade am Pad bist. Ich pack die Schlüssel jetzt übrigens weg. Ja, pack mal die Schlüssel weg. Weil die brauchen wir jetzt, glaube ich, echt nicht mehr. Kanalisationsschlüssel brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Ja, zu einem Kanalisationsabschnitt. Aber nicht wohin, ne? Das ist auch echt. Ich tue es erstmal weg, falls wir den nochmal benutzen. Ich frage mich halt echt nur, wo hätten wir den gebrauchen können? Ich weiß es nicht. Und wenn ich mir unsere Munition so angucke, kriege ich auch schon wieder schlechte Laune. Ja, wir finden gleich welche. Wie viel, wir haben einmal noch gemischte Kräuter und ein grünes Kraut. Toll. Ja, und einmal gemischte Kräuter drin. Was hast du? Was holst du denn jetzt so rum? Ja, ich würde gerne mehr Kram. Warum können wir da übrigens nicht speichern? Das weiß ich nicht. Da ist keine Schreibmaschine. Nee, da ist keine. Das ist auch nichts, ne? Ne. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Mach ich. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Was passiert jetzt mit der Tür? Welcome to Nest. Enjoy your visit. Enjoy your visit? Ja. Oh, ist das schick hier. Cafeteria. Die Cafeteria sind, glaube ich, mit Zombies. Glaube ich auch. Gut. Ist nix. Können wir da reingucken? Niemand. Noch nicht. Sieht mir das schon wieder aus nach hier, nach Lickerland. Wir haben erst. Kann das sein, dass wir erst zwei Licker gesehen haben? Ja, wir haben schon mehr gesehen. Da ist das schon. Da ist aber kein Licker. Oh Gott. Okay, wir haben da erstmal. Was ist das? Ziehen. Ah! Flammenwerfer. Mhm. Das ist sehr gut. Ja, die sind da. Der andere halbe Pfeil, der kommt aber. Da ist noch einer. Our menu is designed for your nutritional needs. Oh, geil. Jetzt haben wir jetzt Munition. Oh, jetzt. Messer. Nee, Granate. Ich weiß damit. Passiert nichts damit. Handgranate. Jetzt. So, ich glaube, ich habe hier alles. Ja, geh mal erstmal raus. Nee, ich habe immer noch nicht alles. Ah, da guck mal, da ist noch eine Leiter ganz hinten.
in der Ecke. Oh, da ist der Schädel geplatzt. Die ist rechts in der Ecke, ne? Ja, ja, ich wollte nur gucken, ob von da einer kommt. Nee, kommt nicht. Selbst da hinten ist er. Da komm ich nicht durch, ich muss hier rum. Ja, du musst tatsächlich an den Zombie-Leuten hier vorbei. Sehr gut. Ja, geh. Doch, hat er dich nicht gesehen. Jetzt leider. Genau, sehr gut. Hier, Senf möchte ich auch mitnehmen. Ja. Oh, oh, da kannst du gleich Ketchup mitnehmen. Oder den nehmen die mit. Ob da in der Ecke noch was gewesen wäre? Da war nichts. Sieht man immer an den Zeichen. Aber es ist noch rot. Ja. Müssen wir halt irgendwann nochmal da gucken.